Unser Thema heißt Produktionsprogrammplan. Und in diesem Zusammenhang kommen Rechenaufgaben. Man nennt diese Rechenaufgaben Aufgaben zum optimalen Produktionsprogramm. Ja, wenn wir das Produktionsprogramm planen, Produktionsprogrammplanung also unser Thema ist, dann heißt der Typ Aufgabe optimales Produktionsprogramm. Und das ist auch wieder etwas, nachdem wir uns kurz eine Struktur hier verschaffen, auf der ersten Seite kommt auf der nächsten Seite sofort eine Rechenaufgabe, etwas, was ich Ihnen wieder besonders ans Herz lege. Das ist eine sehr dankbare Aufgabe. Ja, wenn man das verstanden hat, kann man sehr gut und sicher, kann man hier seine Punkte einfachen. Ja, es ist also mal wieder etwas, was besonders prüfungsrelevant ist, diese Aufgabe. Aber zunächst mal eine Struktur. Sie sehen, Produktionsprogrammplanung kann sein strategisch, taktisch und operativ. Und wir wollen jetzt nicht so tun, als seien die Begriffe neu für uns. Sie kennen wir. Ja? Wir wissen, strategisch ist langfristig. Das heißt, wenn wir jetzt von Produktionsprogrammplanung sprechen, meinen wir langfristig Festlegung der Produktfelder. Ja, Felder ist ein anderes Wort für Bereich oder welche Produkte überhaupt fertigen wir. Also strategisch langfristig Festlegung der Produktfelder, zum Beispiel entschließen wir uns zur Produktion von Schuhen und nicht von Kühlschränken. Ja, also eine langfristige grundsätzliche Ausrichtung. Taktisch Festlegung der Produktvariationen. Langfristig Felder, mittelfristig taktisch Variationen, also zum Beispiel Herrenschuhe oder Damenschuhe. Ist immer noch sehr grob. Ne? Innerhalb der Rubrik, vor allem Damenschuhe, könnte man noch sehr, sehr viele Varianten finden. Warum kaufen Frauen Schuhe? Eine unmittelbare Notwendigkeit besteht jedenfalls nicht. Denn sie haben bereits den Schrank voller Schuhe. Ja, eine interessante psychologische Frage, die aber nicht Gegenstand des Unterrichts ist im Moment. Ich will nur sagen, dass hier sehr viele Varianten möglich sind. Operativ, kurzfristig, und das ist genau das Gebiet, in dem sich diese Aufgabe gleich bewegt, ist die Festlegung der Mengen und der Maschinen. Mengen und Maschinen. Welche Mengen fertige ich auf welchen Maschinen? Und Sie wissen, operativ ist konkret, ist handhabbar, ist operational, ist kurzfristig, bezieht sich also auf die nächste Woche, von mir aus den nächsten Monat, vielleicht noch das nächste Quartal. Ja, sehr kurzfristige Planungszeiträume. Aber gleichzeitig sehr konkrete, denn jetzt geht es wirklich um die konkreten Handlungen. Und genau hier begegnet uns ein ganz bestimmter klassischer Aufgabentyp. Kein BWL-Student, egal ob im Rahmen dieser Fortbildung, im Rahmen einer universitären oder Fachhochschulausbildung, staatlich geprüfter Betriebswirt, wie auch immer, kommt an dieser Aufgabe vorbei. Positiv ausgedrückt, jeder kennt den Aufgabentyp.